Liebe Schwestern, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Frauengebetskette im Monat der Weltmission. Wir gestalten diese Andacht als eine Friedenslitanei mit dem Titel Friede sei mit dir. Während wir hier miteinander beten, kämpfen weltweit Frauen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir denken heute vor allem an die Frauen in Westafrika, wo soziale Unruhen und Hungerkrisen das Leben bedrohen. Hören wir einen Appell, mit dem sich Schwester Marie-Catherine Kingbo aus Niger an uns wendet. Das Virus hat Grenzen überschritten. Es geht, wohin es will, infiziert, wen es will, reich oder arm, weiß, schwarz oder gelb, jung oder alt. Niemand ist vor diesem Covid-19 sicher. Denken wir also gemeinsam nach. Handeln wir gemeinsam, denken wir aneinander. Reichen wir uns gegenseitig die Hand für ein besseres Morgen. Es gibt ein senegalesisches Sprichwort: Was ein Mensch allein schaffen kann, das schaffen zwei Menschen noch besser. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln und gemeinsam handeln. I would like to express a very warm welcome to our sisters who pray with us everywhere in the world tonight, especially to our friends in the west of Africa. We pray for you and we hope that you find strength and solace in this prayer. Wir beginnen diese Feier mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Begrüßen wir einander mit dem uralten Friedenswunsch, der viele Religionen verbindet. Der Friede sei mit dir. Ich lade euch ein, nach rechts und links zu schauen und sich gegenseitig wahrzunehmen. Schenken Sie Ihrer Nachbarin, schenkt eurer Nachbarin Frieden mit dem Gruß, Friede sei mit dir. Selig sind die, die für den Frieden arbeiten. Denn sie werden Töchter und Söhne Gottes heißen. Wie schön sind auf den Bergen die Füße derjenigen, die Freude verkünden, die Frieden ansagen, Gutes verkünden. Sein Friede sei mit dir, nimm meine Hand. Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir. Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Während sie aber dies erzählten, trat er selbst mitten unter sie und sagte: Friede sei mit euch. Da gerieten sie in Bestürzung und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. Er sagte zu ihnen: Was seid ihr erschrocken und warum steigen Bedenken in eurem Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Und Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Sein Friede sei mit dir, nimm meine Hand. Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir. Friede sei das Band, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, sein Friede sei das Band. Lass uns Fürbitte halten. Jede Fürbitte bestätigen wir mit dem gemeinsamen Ruf, darum bitten wir. Du großer Gott, öffne uns dein Ohr, wende dich uns zu, höre unsere Fürbitten und Aufschreie. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Für Mädchen und Frauen, Witwen und Waisen, die als unrein, als Hexe, als Verräterin der Gemeinschaft, als Kämpferin für Frauenrechte körperlich gequält und gefoltert werden. Darum bitten wir. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir Gerechtigkeit und Frieden schaffen für all die, die in ihrer Lebenszuversicht durch Klimakatastrophen, Epidemien, Hunger und Durst bedroht sind. Darum bitten wir. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir Gerechtigkeit und Frieden schaffen für die indigene Bevölkerung in der Amazonasregion. Im Namen des Fortschritts und des Gewinns ist ihr Lebensrecht bedroht und ihre Mutter Erde wird ausgebeutet. Sei bei ihnen in ihrem Kampf für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Darum bitten wir. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir Gerechtigkeit und Frieden schaffen in den globalen wirtschaftlichen Strukturen, um so den Teufelskreis des Menschenhandels, der modernen Sklaverei und der Leiharbeit zu beenden. Darum bitten wir. O Gott, schaffe Gerechtigkeit und Frieden für all die Frauen, die in ihrer Würde gebrochen wurden und die sprachlos wurden in ihrem Schmerz. Darum bitten wir. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Gib unseren Füßen weiten Raum
und bleibe bei uns, wenn wir beharrlich auf deinen Friedensspuren gehen. Stärke du unsere Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist. O Gott, deine Geistkraft bringe uns Menschen in Bewegung, damit wir uns für den Zusammenhalt in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften, mit all den Lebenden und Verstorbenen einsetzen. Darum bitten wir. Gott, du weißt, wie Frieden und Zusammenhalt Not tun. Du hast uns Jesus Christus gesandt, der das Leben der Menschen und ihre Sorgen und Bedrängnisse geteilt hat. Stärke durch sein Zeugnis und seine Liebe alle Friedenssucherinnen. Amen. Amen. Du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere sagen musst, niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Stand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Wir haben eben gesungen, keinen Tag soll es geben. So wollen wir uns jetzt gegenseitig bestärken und unsere Hoffnung in Worte fassen. Hoffnungsworte machen froh. Zu den Worten gehört unser solidarisches Tun. Und wenn es eine Spende für Menschen in Bedrängnis ist. Deshalb gibt es bei Missio den Hashtag Zusammenhalten, unter dem wir Taten sichtbar machen wollen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Hoffnungsspirale legen. Dieses Tuch soll den Anfang machen.
Wir haben uns aus unserer Reise, von unserer Reise nach Ghana mitgebracht. Und viele von uns verbinden mit den Farben, mit den frohen Farben dieses Tuches, die Erinnerungen an unsere Reise nach Ghana. Und wir bedauern sehr, dass wir heute unsere Freunde aus Ghana nicht in Mainz begrüßen dürfen. Ich möchte den Anfang machen. Ich lege dieses Tuch und möchte damit verbinden, meine Hoffnung, dass wir gemeinsam, wenn wir wirklich gemeinsam daran glauben, die Welt zu einem friedlicheren und freundlicheren Ort machen können. Dieses Tuch lege ich, weil meine Hoffnung immer dann wächst, wenn ich erlebe, dass junge Menschen sich für eine bessere Welt einsetzen, für Klima, dafür, dass Gerechtigkeit unter Menschen wächst und Verantwortung da ist, auch für die, die fern sind. Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Ich lege dieses Tuch, weil mir Hoffnung gibt, dass Frauen wie Marie-Catherine Kingbo in Maradi, in Niger, die sehen, dass die Dinge nicht gut sind, einfach anfangen, etwas zu tun und die dann sehen, dass die Dinge sich verändern und Menschen, Frauen und Mädchen würdiger leben können. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Ich lege dieses Tuch und denke an all die, die neugierig sind in dieser Welt, die das Fremde zu dem Befreundeten machen wollen, die fremde Sprachen lernen und miteinander in die gleiche Richtung sehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.
Frieden bitten wir. Wir erkennen dankbar, dass es unter uns Menschen gibt, Einflussreiche und Unbekannte, die Spannungen überbrücken, die nicht aufhören zu verhandeln, die überall den Frieden suchen. Um deine Kraft zum Frieden bitten wir, guter Gott. Um den Mut, allen entgegenzutreten, die an gewaltsame Lösungen denken, die mit Gedanken an Krieg ihr Spiel treiben, die durch spannende Schilderungen den Krieg verharmlosen. Um deine Kraft zum Frieden bitten wir, guter Gott, dass wir die schrecklichen Folgen der Kriege nicht vergessen oder verschweigen, dass wir eintreten für Versehrte und Verstörte, für die Opfer trennender Grenzen, für die Minderheiten und Flüchtlinge, dass wir sie verstehen und unter uns aufnehmen. Um deine Kraft zum Frieden bitten wir, guter Gott. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Vaterunser beten. Dazu können wir aufstehen. Und vielleicht können wir ganz konkret an zwei Menschen denken im Gebet, denen wir die rechte und linke Hand reichen möchten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. So segne uns Gott von Kopf bis zum Fuß, mit allen, die uns nah oder fern sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Gehen wir hin in Frieden und halten uns an den Frieden Gottes. Amen.